Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt vor der Kamera und hinter dem Mikrofon. Euer René und ich begrüße euch heute recht herzlich zu einer neuen Folge von American Truck Simulator. Wir befinden uns in der vierten Folge, sozusagen der Staffel. Nächste Woche geht's dann mit was anderem weiter. Ich habe mich dazu entschlossen, hier gleich einen Auftrag anzunehmen, und zwar von Carson City, von Best Buy nach Best Buy, und zwar in Ehrenburg, das ist in Arizona. Jo, schauen wir es euch an. Da stehen wir, angekoppelt habe ich auch schon, schönes Teilchen da hinten, der Walmart-Trailer steht auch noch immer da, ne? Passt. Dann können wir ja losstarten, ne? Fahren wir los, Motor läuft, ein paar Stündchen haben wir ja noch, nur drei bis vier Stunden, bis ich dann nachher pennen muss, ne? aber ich werde wahrscheinlich dann schon ein bisschen früher pennen gehen, ne? Schauen wir, dass wir so gegen 20 Uhr pennen, also so um 8 Uhr PM. Könnten wir mal kurz noch in die Karte schauen, wo wir denn einen Schlafplatz hätten. Wir hätten da was, direkt an der Straße. Ne? Haben wir direkt mal an der Straße auch übernachtet? Nee. Dann werden wir da schlafen. Ne? Markieren wir das. Das haben wir noch nie gemacht. Soweit ich weiß. Vorteil mit dem momentanigen neuen Anhängsel, das ist jetzt nicht so ein großer, ne? Nicht so ein Road-Train-Traktingens, ne? Sondern was Kleines, Feines. Mit dem kommen wir auch dann besser um die Kurven. Na, da kommen wir schon noch drüber. Ohne dass hier irgendjemand meckert. Ja, ich lasse mal den Retarder ein bisschen arbeiten. Also ich bin ja im zweiten Ding, ne? Ah, und wir dürfen 70 fahren? Na schön. Wenn das Oval ist, na, dann fahren wir das auch. Ne?
Was haben wir denn eigentlich geladen? Haushaltsgeräte, ui, schön. Schön, schön, schön. Haushaltsgeräte haben wir. Hinten drauf. Und ja, ich weiß, danken sollte ich dann auch irgendwann. Ja, das habe ich mit dem Retarder gebremst. Selbsttätig, ne? Nix Tempomat. Ah, und da kommt unser Schlafplatz schon in Sicht, ne? So, stell mal alles ab. Und geh mal sehr gute Nacht sagen. Um 5:20 Uhr in der Früh stehen wir auf, meine Damen und Herren. Guten Morgen sagen wir. Jo, Gangschaltung sollte geübt sein, ne? Also wir kommen ohne ein weiteres Mal schlafen zu müssen auf jeden Fall an. Aber Tankstopp sollte ich hier hinlegen noch, ne? Ja, ich würde da auch 55 fahren wollen, ne? Zur Sicherheit halt, ne? Aber bei 55, da kann man ja gleich den Tempomaten wieder mal nutzen. Ausnahmsweise hier, ne? Oder so, ne? Geht schon ganz so gut durch da. Wir fahren durch die Wüste Nevadas Richtung Arizona. Ankunftszeit ist um 5 Uhr nachmittags ungefähr. Okay.
Das ist sehr schön. An einer Tankstelle werden wir auf jeden Fall noch vorbeikommen. Dort werden wir kurz noch stehen bleiben, um unserem LKW auch was zum Saufen zu gönnen. Um unseren Truck, besser gesagt. Ist ja kein LKW, ist ein Truck. Ist ein amerikanischer Truck hier. LKWs gibt es in Europa, aber Trucks gibt es in Amerika. Ne? Jo. In der Gegend, glaube ich, waren wir auch schon mal. Ne? Weil, ja, ne? Straße gelb. Also auf der Landkarte. Aber da kommt eh auch schon die nächste Tankstelle. Und die liegt genau auf unserem Weg. Sehr schön. Gehen wir tanken. Lass mal das flüssige Gold hier in den Kanister laufen. So, getankt haben wir auch schon. Jo, wieder auf die 55 auf. Oh, der nächste Fahrer von mir hat hier wieder mal Geld eingespielt. Das ist sehr schön. Ach, jetzt darf ich wieder 70. Dann fahren wir hier auch das 70, ne? Die 70 Meilen pro Stunde. Dass wir da vorankommen, dass da vorne aus wie eine Kreuzung.
Kreuzung oder was ist das? Das ist, glaube ich, eine Kreuzung, ne? Ja. Jo, mit den Schalten geht es relativ, wirklich sehr gut hier. Mit den 18 Gängen, die das Fuller Eaton Getriebe in sich hat. Was, 80? Seid ihr narrisch? Da haben wir ja eine Ortschaft. Oder ist die nicht so wichtig? Ups. Hab mich verfahren. Aber auch kein Thema, kein Problem hier. Hör mal dadurch. Da waren wir schon mal, ne? Ich glaube, da hinten haben wir geschlafen. Oder habe ich mal geschlafen, ne? Kann das sein? Ja. Glaub schon. Tja, oh, knappe 9 Stunden haben wir noch zu fahren. Ja, mal schon schaffen, ne? Gehen wir schon hier. Siebzig, da haben wir den 70er wieder.
Schön. Schön. Ne? Fahren wir mal ein bisschen. Schau mal, wie es hier geht. Oh, 8 Stunden 15 ist die Restfahrzeit. Bis zur Pause habe ich 2 Stunden plus noch dazu. Okay, oh, das schaffen wir auf jeden Fall an diesem einen Tag hier noch. Ne? Bis nach Ehrenberg oder wie das heißt unten. Ne? Ah, Maggie. Ups, 40. Ja, ich sollte aufpassen. Ne? Aber gut reagiert, würde ich sagen. Gut reagiert, meine Herrschaften. Darf ich stolz sein auf mich? Ab Burger King, yeah! Und da haben wir sie wieder. Da haben wir sie wieder. Die guten Bonanza Strohballen. Die heißen bei mir Bonanza Strohballen, weil es die immer in Bonanza gegeben hatte. Ja, wenn du nicht aushast, da ich ja. Ich sollte eigentlich jedes Mal hier bremsbereit fahren, ne? Habe ich mal die Vermutung. Ups. Für den Fall der Fälle, dass hier wieder mal das unverhoffterweise so ein Speed Limit von 40 kommt oder so, oder 30. Vorausschauendes Fahren, bremsbereites Fahren, auch wenn man mal den Tempomaten drinnen hat. Dankeschön, Kollege. Der hat auch ein bisschen schwer zum Schleppen, der Truck. Oh, Werbetafel. Was? 50. Habe ich doch gewusst. Budget, da sind 30 erlaubt. Würdest du sie bitte auch fahren, Kollege? Da vorne, also nix, Kollege. Du PKW-Fahrer, du nix, Kollege sein. Aber komm, fährt ja ein Truck mit 25 da in Dunkel, trägst du ja auf wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen.
könnte mir sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, ich komme nur durch ein paar Ortschaften. Wir sind auf keinem Highway. Wir sind über so landstraßenmäßig. Duckeln wir dahin. Ist kein Highway, ne? Und auf Freeway ist es auch keiner, glaube ich, oder? Ist auch Route irgendwas, ne? So ähnlich wie Route 66 halt, ne? So eine ländliche Route dürfte aber auch eine gut ausgebaute Route sein, weil die Straße schaut erst hier auf diesem Abschnitt frisch und neu asphaltiert aus. Ah ja, und jetzt kommen wir auf den Highway. Mit erlaubten 80. Na dann fahren wir mal. Bevor sich hier noch jemand das Ganze überlegt, beschleunigen wir auch auf die 80, bitte. Dann kommen wir ja noch ein bisschen früher an, vielleicht, ne? Ich arbeite auch momentan ziemlich viel mit den vorderen zwei Runden Spiegeln, ne? Wieder einmal. An dem ist ja mal vorbei. Ups. 65. Dann sollte man wahrscheinlich nicht zu allzu schnell dahin düseln. Das war aber ein kurzes Stück mit 80. Ein verdammt kurzes Stück. Ich überlege mir ja gerade, um wie viele Meilen fahren die Trucker in Amerika schneller als vorgegeben. Ne? Und ja, ich weiß, ich habe nicht nach links geschaut. Ich weiß. Casino. Las Vegas. Oh, Las Vegas. Ich glaube, da haben wir auch schon geschlafen. Ne? Oder ich zumindest. Ne? Viva Las Vegas. Ja, wenn wir eigentlich in Las Vegas sind, sollten wir das hier voller Stand halten. Ne? Genau, ne?
Viva Las Vegas. Wie, wo, was, wann? Ich bin eh da. Wo will mich dieses Navi hinhalten, ne? Auf die rechtsabbiege Spur? Nö. Ah, fahren wir jetzt etwa wieder mal quer durch Las Vegas durch. Wäre ja schön, ne? Ah, nicht ganz, ne? Nicht ganz, meine Herrschaft. Na, da vorne geht's nämlich rechts rüber, ne? Dort vorne dürfen wir rechts abbiegen. Oh. Guten Tag, Herr Polizei. Guten Tag. Anhalten, einhalten, stehen bleiben. Der Polizei ist neben mir, ne? Aber da bin ich auch schon überall lang gefahren, ne? Wie man das sieht, ne? Ja, ich schalte mal so. Das ist schneller. Da sind wir ein bisschen schneller, wenn ich gleich so umschalten tue. Ne? Tesla. Da gibt es einen Tesla. Waren wir auch schon mal. Also Las Vegas ist wirklich einmalig und riesengroß.
Aber jetzt geht es ja auch wieder raus. Aus der Stadt, aus der Spielstadt von Nevada. Raus in die Wüste und runter Richtung Arizona. Pizza Hut Werbung war auch mal da, ne? Aber wenn McDonald's und Burger King vorhanden ist, warum nicht auch Pizza Hut? Ja, Ankunftszeit verspielt das ja ein bisschen. Nur durch Stadtverkehr halt, ne? Normal. Jack Bum und Chindarasasa, wir sind mitten in der Wüste von Nevada. Schön. Einmal gelblicher Sand, einmal rötlicher Sand oder so, ne? Oder rötliches Gestein. Ne? Ja, eigentlich interessante Farbgebungen hier. Auf der rechten Seite hell, auf der linken Seite rötlich. Och nee, 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 och nee. Irgendwie habe ich die Vermutung, da kommt gleich was auf uns zu. Ja. Richtig vermutet. Baustelle. Baustellenverkehr, meine Herrschaften, war das Baustellenverkehr. Ja, muss auch mal sein, ne? War das eine Coca-Cola-Werbung? Die nutzen eigentlich in die Spiele alles aus, was geht. Und diejenigen, die das Ganze auf YouTube zeigen und so, werden unbewusst zu Werbeträgern, meine Damen und Herren. Sie werden unbewusst zu Werbeträgern von McDonald's, Burger King, Pizza Hut und Coca-Cola und weiteren anderen. Gut, da brauche ich nicht hier, ne? Da darf ich vorbei düseln. Ich düsel vorbei, danke. Ja, ist so irgendwie, ne? So, circa 3,5 Stunden. Ja.
Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Dass da irgendwas kommen kann. Ne? Ja. Langsam ein paar Stellen. Ne? 25 Meilen. Die schreien mir gar nichts mehr gescheit an. Na, er kennt ja gar nichts. So, jetzt geben wir aber wieder Gas. 3 Stunden noch in Game. 3 Stunden, bis wir noch, also bis wir dann endlich ankommen. Und dann dürft ihr euch freuen. Ich werde nämlich ordensgemäß bitteschön einparken. Hoffe schon mal. Allerdings mit Helferlein von außen, ne? Ja, ich weiß, das hat nicht an jeder Fahrer. Die Fahrer sitzen eigentlich in der Fahrerkabine und haben keine Helferlein von außen. Ne? Aber von mir aus können wir es auch mal von drinnen nochmal probieren. Ne? Probier es halt wieder mal von innen. Ne? Schau mal, nicht außen noch. Och, nee. So, das ist wahnsinnig. Dankeschön. Das ist aber auch nur deswegen steht, wenn man nämlich sonst blockieren wird. Vierziger Limit. Und 55er Limit. Und wieder mal über in Stress, da wo ich schon mal war. Ne? Ja, ist normal. Ist normal, ist absolut normal hier. Ne? 2:15 Fahrzeit. Ja, mittlerweile geplante Ankunft erst um 5:50 nachmittags. Ja, nichts mehr mit 5:15. Ne? Dürfte ich wissen, wieso der langsamer fährt als 50? Ja gut, ne, der wird da nicht wirklich aufgekommen. Der wird die gleichen Probleme schon haben, ne? Der wird nicht zu stark motorisiert sein oder so, ne? Kann da nur schwer raufkommen.
Jetzt, wo es bergab geht, ne, könnte er ein bisschen schneller fahren, bitte. Wäre das also möglich, bitte? Ne? Wäre das möglich? Würdest du ein bisschen schneller? Hallo? Kollege? Kollege? Ja, wenn du nicht schneller fährst, muss ich schneller fahren. Geht ja aus. Geh mal ein bisschen aufs Gas. Speedlimit. Fünfunddreißig. Geht schon. Komm, geh mal. Ja, ich weiß, aber ein Stoppschild. Wurscht. Egal. Wird Railroad? Railroad Crossing. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Noch eine Stunde vor bis nach Ehrenburg oder Orenburg oder wie das heißen tut, ne? Orenburg. Orenburg. Welcome to Orenburg. Aber Polizei fährt da auch ziemlich viel rum, ne? Habt ihr das schon gemerkt? Ein Polizeiauto nach dem anderen, ne? Ob da was in der Luft war, vielleicht? Bin mir nicht so sicher. Bin mir absolut nicht so sicher. Kann was sein. So, bald sind wir natürlich an unserem Ziel angelangt, beziehungsweise ich, meine Damen und Herren. Lang dauert's nicht mehr. Zwanzig Minütchen noch. Ja, und ich werde müde. Inge. Jetzt werden wir den Tempomaten dann auch nicht mehr benötigen, weil Ziel ist in Sichtweite.
Polizei. Da vorne ist auch schon Best Buy. Delivery only. Ja, ich bin Delivery. Und wir werden es natürlich hier so abstellen, wie es normal ist. Ne? Zumindest versuchen wir das jetzt. Wir mal erstmal um, wo wir hinkommen. Und schauen wir uns jetzt auch, wo wir eigentlich abstimmen müssen. Zusatz. Wollt ihr es mir veräppeln? Ohne Außenansicht komme ich auch da gar nicht einmal hin. Ist Arschlöcher. Außer vielleicht mit der Spirin arbeiten, ne? Probieren wir es mal. Ich weiß, dass ich mit dem Hick noch links rum muss. Ich weiß aber auch, dass ich auf der rechten Seite nur einen Hängerstiel habe. Letztes wird geschissen. Probieren wir es auch weiter andersrum. Da machen wir mal so aus. Und schauen wir, dass wir jetzt da irgendwie. Ui. Ui. Habe ich schon gesagt, dass das geschissen wird? Könnten wir da vielleicht kurz nachschauen, wo ich eigentlich mit dem Arsch bin. Nur genau da, wo ich nicht sein will. Ja, ohne Außenansicht geht das überhaupt nicht. Amerika ist sowas von eng mit den Stellplätzen.
Ja. Sowas von hinten. Aber jetzt. Oder noch nicht. Allzu schlecht stehe ich ja schon nicht. Nee, ich will gerade stehen. Das war's jetzt da, aber meine Damen und Herren, das war's. Wir haben fast jetzt da eine ganze Stunde miteinander verbracht. Aber wir haben die Fahrt jetzt da hinzugefügt bekommen. Wir haben die Fahrt hinter uns bringen können. Ich darf mir hier wieder mal was aussuchen. Machen wir das halt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Damen und Herren, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bibabo und galala, ne? Und beim nächsten Mal schauen wir mal weiter. Ne? Euro Truck Simulator würde anstehen. Vielleicht gibt's aber auch was Neues. Abwarten, abwarten. Danke fürs Zusehen und tschüss, servus und bye bye.